Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky.de News am 6. August 2018. Und es gibt wieder eine Reihe spannender News, die meisten natürlich aus Schottland. Erst eine ganz schreckliche News. Bei Blair Athol gab es einen Produktionsstopp und zwar wegen Wasserknappheit. Wasserknappheit kennt man so aus den Hebriden, von den Inseln und auch manchmal in den westlichen Highlands. Aber man kennt es noch nicht von Blair Athol. Ja, Blair Athol hatte den letzten Produktionsstopp so circa 1815. Das ist das letzte Mal, dass sie es aufgeschrieben haben. Und diesmal hat sie es wieder erwischt. Wer knapp davon gekommen ist, ist Edward Dower. Sie wurden im letzten Moment noch mit einem Regenschauer gerettet. Ja, wir hoffen mal, dass das Wetter auch wieder ein bisschen regnerischer wird, aber das sonnige Wetter verhilft natürlich der Tourismusbranche in Schottland zu höchsten Höhen. Und das ist die nächste Schlagzeile. Wir haben einen Besuchrekord an Besuchern in Schottland. 2017 waren es fast 2 Millionen Besucher in Schottland. Das ist ein Anstieg von 11,4% gegenüber dem Vorjahr und ein Anstieg von 45% gegenüber 2010. Das ist ja extrem viel und die Tourismusbranche in Schottland wird immer interessanter für die gesamte Wirtschaft. Interessant ist, die meisten Besucher kamen aus Amerika und Deutschland. Also auch die deutschen Touristen sind dort ein sehr starker wirtschaftlicher Faktor. Ja, lag meistens daran, dass viele Brennereien jetzt irgendwie ein Revival erlebt haben und ihr Besucherzentrum aufgebaut haben. Also die gesamte Branche merkt schon, ja, der Tourismus ist wichtig. Als nächstes haben wir eine Serie, die zurückkommt, und zwar Vetterkern bringt ihre Single Malts zurück. Es ist ein 50-Jähriger drunter, eine ganze Reihe anderer interessanter Whiskys und die kehren zurück. Schaut einfach mal in nächster Zeit bei whisky.de im Shop vorbei, dann werdet ihr alle Flaschen da finden. Ja, auch Old Pulteney kündigt eine neue Range an. Wir haben da ein Foto von bekommen und da sind 4 Flaschen zu erkennen. Wir wissen, alle Single Malts, aber es gibt noch keine Informationen über Altersangaben, verwendete Fässer oder sonstige Details der Flaschen. Sehr interessant. Wir werden das Thema auf whisky.de/news vielleicht nochmal in nächster Zeit bringen, wenn darüber interessante, nähere Informationen darüber bekannt werden. Ja, als letztes in Schottland haben wir noch Johnny Walker Blue Label. Und zwar hat Johnny Walker ja die Serie, so eine Rare-Serie, und den ersten Abfüllung davon kennen wir, das ist die Brora und Rare. Die gibt es natürlich bei Whisky.de im Shop zu kaufen. Und jetzt ist die zweite angekündigt worden. Und zwar nennt sich die Ghost and Rare. Und das Interessante an diesen Abfüllungen ist, sie zeigen immer eine Brennerei. Und dort ist Großteil an Malt in diesem Whisky enthalten. Und diesmal wird es Malt aus der Port Ellen Brennerei sein. Ja, ist eine geschlossene Brennerei, also eine sehr interessante Abfüllung. Aber in Zukunft wird es vielleicht weniger rar sein, da ja Port Ellen irgendwann wieder aufgebaut wird. Ja, das war's mit Schottland. Jetzt gehen wir mal nach Irland. Und in Irland gibt es ein Jubiläum, und zwar die Echenville Distillery feiert ihr 5-jähriges Jubiläum. Echenville kennen wir eigentlich noch gar nicht. Und das liegt daran, dass sie noch gar keine Abfüllung rausgebracht haben. Denn bei Echenville will man scheinbar seine erste Abfüllung mit Altersangabe rausbringen und die sollte etwas älter sein. Und Echenville lässt ihre Fässer einfach noch länger reifen. Ja, wir hoffen mal, dass in Zukunft diese Echenville Whiskys irgendwann released werden. Wir werden bestimmt auch welche davon bekommen und die werden bestimmt sehr interessant, wenn man hier Wert auf so viel Qualität legt. Als letztes kommen wir zur Kultmarke Jim Beam. Und Jim Beam macht ein kleines besonderes Experiment. Und zwar bringt sie 5 Kategorien von Whisky-Kaffee raus. Also es werden 5 Kaffeesorten und die werden mit Jim Beam versetzt werden. Also das wird sehr interessant. Ist schon in Amerika auf dem Markt, in Deutschland leider noch nicht. Und diese 5 Kaffeesorten sollen dann ja einen gewissen Jim Beam Charakter haben. Also geht so ein bisschen in die Richtung Irish Coffee. Ich bin gespannt
Und wir werden mal schauen, ob auch bei whisky.de wir diese Whisky-Kaffee bekommen können und dann vorstellen werden. Ja, jetzt gibt es noch eine kleine Nachricht also im eigenen Sinne, und zwar dieses Format hier am Whisky News am Montag. Wir werden eine kleine Pause machen. Eine meiner Redakteuren geht in Urlaub und außerdem haben wir so ein kleines Sommerloch, deswegen werden wir keine Whisky.de News bis September machen. Ein bisschen schade, aber wir sehen uns natürlich im September wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis September.